what would any Grand Prix weekend be without the one and only Anthony Davidson alongside me, as always, to talk you through the action. Now, I want to ask you about Lando Norris. Well, it was a really impressive lap in qualifying to get pole position, but are they going to be able to hold on to the lead into the first corner with so many quick starters around them? I'm also looking forward to seeing the different strategies in play today. Those who are starting on the red mark soft tyre are going to have a little bit more grip early on, but they have to make it count before that degradation starts to set in. As the formation lap gets underway here in Miami, the drivers will be wanting to leave a lasting impression on the thousands of fans who flocked to today's race. The anticipation is certainly rising, and everyone is hoping for a fantastic and memorable Grand Prix. As the cars come back towards the grid to line up for the start of the race, each driver will be wanting to get the best start they possibly can. And they'll be hoping to finish today's race on the podium, failing that, within the points. Das Feld an, P1. Alonso hinter dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Sie fahren mit neuen weichen Reifen. Boxenstoppfenster öffnet sich in 5 Runden. 5 Runden. Noch 13 Runden.
Okay, DRS ist jetzt verfügbar. Wir denken, es wird ein wenig Regen geben, vermutlich in etwa 15 Minuten. Du hast Schäden an den Seitenkästen. Rechne mit mehr Luftwiderstand. Sei vorsichtig, der Unterboden wurde sehr stark beschädigt. Okay, alles klar. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Dir gut? Motor aus, Motor aus.
Seitenkästen haben was abgekriegt. Behalte die Motortemperatur im Auge, es könnte sich auf die Kühlung auswirken. Wir haben kritische Unterbodenschäden. Boxenstopp diese Runde. Drück noch mal kräftig aufs Gas. Sei vorsichtig. Wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Behalte den Abstand nach vorne im Auge. 2,7 Sekunden. Wir erwarten bald Regen. Stell dich in den nächsten Minuten auf die ersten Tropfen ein.
Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Oskar kommt in die Boxengasse. Okay, Abstand zum Auto vor dir, 10,9 Sekunden. Oskar kommt an die Box. Oskar an der Box. Klasse Manöver. Bei dir sieht das so einfach aus. Oskar kommt in die Boxengasse. Oskar kommt an die Box. Oskar an der Box. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Die Situation ist nicht perfekt, aber ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt, auf andere Reifen zu wechseln.
Die Reifensituation ist gerade recht riskant. Wir glauben, dass die Slicks immer noch schneller sind. Aber sie machen es nicht mehr lang und es wird schwierig für dich sein, sie auf der richtigen Temperatur zu halten. Die Intermediates sind bereit, wenn du sie brauchst. Wir schließen zum Vordermann auf. Pass aber auf die Reifen auf, wir machen keinen Boxenstopp mehr. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Alles klar. Alles in Ordnung? Das war ein heftiger Aufprall. Mach den Motor aus und warte auf die Marshals. Der McLaren-Fahrer kommt an die Box. Oscar kommt in die Boxengasse. Nur noch ein paar Runden. Wir können die Trockenreifen weiterverwenden, solange sie nicht unmöglich zu fahren sind. Los, los! Abstand zum Auto hinter uns. 5,5 Sekunden. Wir haben viel Energie gesammelt. Verwende die Überholtaste. Ein paar Infos zu Russell. Er ist aus dem Rennen. Das hat ganz schön gekracht. Alles okay?
fertig. Los jetzt. Großartiger Boxenstopp. Die Zeit war besser, als wir dachten. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Das sah übel aus. Alles okay bei dir? Okay, letzte Runde. Bringen wir es zu Ende. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Was ist passiert? Das war heftig. Bist du okay? So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. And that's the checkered flag. What an amazing victory in what has been a great Miami Grand Prix. And talk to me.
What do you think it was that sealed the win for them? Well, keeping their tyre temperatures up in the tricky wet conditions was really important. There's not much grip out there at the best of times, and it's 10 times worse if you're out there on cold tyres. So the way they kept the rubber in its proper operating window was a huge advantage today. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team, and they certainly deserve it.